Hallo, wir sind zurück bei unserem Projekt Megametropole. So, genau, wir rüsten jetzt noch mal ein bisschen hier die Stadt Ihre auf. Gebäudeauswahl wurde vergrößert. Wurde vergrößert, genau. Das ist auch sehr schön. Ich muss mein Schiff, das merkt hier gerade diesen Quatsch. So, und hier läuft auch eine Zeit ab. Das heißt, wenn das abgelaufen ist, kriegen wir die Belohnung nicht mehr. Das ist doof, aber da muss man sich halt einfach beeilen. So, wir könnten jetzt hier mal eine Schule bauen, weil Bildung ist ja super wichtig. Sowohl im Spiel als auch im richtigen Leben ist Bildung das Beste. So, hier, jetzt haben wir schon mal ein bisschen Bildung und wir können jetzt hier schon forschen. Und zwar, ja, löscht Brände im Einfluss, Radius, können wir eine Feuerwehr bauen. Ist ganz geil. Genau. Wo ist Schiffchen? Das hat hier schon mal das schöne Wrack. Und dann gehen wir mal schön zum Händler. Was sagt denn der Fatzke? Da seid ihr ja mit meiner Lieferung. Gebt sie Ja. mir gleich. So, wir wollen natürlich Ich danke Werkzeug. euch, dass ihr diesen Auftrag für mich erledigt habt. Ja. Hisst die Segel! So, und da ist auch schon der erste Pirat. Die greifen uns an, aber man kann denen auch volle Kanne aus dem Weg gehen. Also man muss nicht unbedingt gegen ihn kämpfen. Man darf halt nur nicht zu nah an die Rand fahren. Weil sonst versuchen die halt eben dein Schiff kaputt zu machen. Diese Bad Boys. Das finde ich sehr gut, dass sie das Erforschung eines neuen Gebäudes abgeschlossen. Zack, gleich nächstes erforschen. So, und jetzt müssten wir hier das da erforscht haben, genau. Die Feuerwache. Die löscht dann ein paar Brände. Das ist ganz cool. Das ist ganz nice. So, ich will jetzt aber noch da ein Haus dran klatschen. Und hier eine Straße rum. Zack. So, hier haben wir einen süßen kleinen Erfinder. Und die Leute freuen sich. Die Party geht ab. Die feiern das alle. Ich baue hier jetzt aber mal zur Sicherheit noch so ein Schafsstoffteil hin. So. Genau. Forschung vollendet. Zack, wir gehen auf das Kurierschiff. So, jetzt rüsten wir noch mal ein bisschen auf. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. So, jetzt können wir alles komplett bauen. Jetzt wollen die nämlich auch noch rauchen. Diese Schmöker-Fuzzis. Also, das Problem auf unserer Insel ist, wir können leider keinen Alkohol machen und keine Zigaretten. Hier können wir ein bisschen was zu rauchen machen. Okay. Warte, dann gehe ich mal auf mein Schiff. Oh shit, der Pirat verfolgte uns. Ich würde jetzt aber mal dahin fahren, weil ich hoffe einfach, dass da eine coole Insel ist, wo wir uns mal was abgreifen können. Deswegen, weil eigentlich ist mein Ziel, dass wenn wir später, wenn das hier unsere Hauptinsel ja ist, dann will ich hier alles komplett zuklatschen mit so einer Siedlung. Und dann soll hier auf dieser Insel eigentlich gar nichts angebaut werden. Außer vielleicht sowas wie jetzt hier Nahrung oder sowas. Aber ansonsten will ich eigentlich, dass alles komplett so gebaut wird. Ach Quatsch, ja, angeliefert wird von der ganzen Welt sozusagen. So, 85 plus, das ist ganz Eine neue nice. Spezialaktion wurde erfolgt. So, dann haben wir hier mal den kompletten Weg dafür geforscht. Der Jetzt könnten wir Erfinder da noch begibt sich was. wieder auf die Reise. Oh, Erfinder ist schon wieder weg. Der fand es wohl nicht mehr so schön, hat vielleicht ein bisschen schon gestunken in der Stadt. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. So ein Assi. Ah, Ah. So, eigentlich läuft es bei uns jetzt ganz gut. Das finde ich sehr schön. Mal überlegen. Wir könnten jetzt rein theoretisch schon mal einen Hafen bauen. Hätten wir denn genug Holz? So, ich spule mal ein bisschen vor. Ach ja, und in diesem grünen Radius
werden, wenn Schiffe kaputt gehen, werden die da wieder repariert. Ist ganz geil. Oh, was ist los? Stoffe, 7. Okay. Ja, alles, was das Herz begehrt, du. So, was ist das Schiffchen? Da ist das Schiffchen. Nur Tabak. Ich verstehe es nicht. Also, die letzte Hoffnung wäre dann hier. Ansonsten ist das zu weit weg von unserer Insel. Deswegen spulen wir ein bisschen vor. So. Okay, hier gibt es Alkohol auf jeden Fall. Finde ich super. Das ist auch eine Rieseninsel. Hier könnte man eventuell auch noch eine fette Siedlung bauen. Naja, fahren wir auf jeden Fall erstmal hier hoch. Wir kundschaften jetzt erstmal hier oben was aus. Und wollen mal gucken, wo unser anderer Spieler so ist und wie der sich so schlägt. So, ich pack mal die Steuern ein bisschen höher. Wir wollen ja auch verdienen. Wollt ihr tatsächlich zu mir? Ah. Der kleine Hendrik Jorgensen heißt der. Der Jorgensen. Da. Da ist er. So, wie sieht's denn bei dem aus? Oh, der ist noch gar nicht so weit wie wir. Der hängt eigentlich ein bisschen lahmarschig hinterher. Wir könnten den Fuzzi mal fragen. Ich erwarte eure Anweisungen. Ich kann mir eure Waren leider gar nicht leisten. Okay. Der hat wohl noch keinen Bock mit uns zu handeln. Ich kann sofort losgehen. Auf jeden Fall hat der auch eine relativ gute Insel. Also die ist halt einfach groß und... groß. Nein, und was kann der hier so cooles machen? Also eigentlich kann er nur Nahrung anbauen quasi. Hier Schokolade kann er machen und der kann hier was zu saufen machen. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Okay, hier kann man auch Alkohol machen. Ich guck mal nach oben, weil man kann ja auch dadurch Alkohol machen. Weil vielleicht gibt es hier eine kleine Insel, wo wir Alkohol machen können. Und dann holen wir uns eine kleine Insel unten, wo wir dann so Tabak anbauen können. Das wäre doch ganz nice. So. Dann schauen wir jetzt mal, was wir denn hier bei unserer Siedlung so schönes verbessern können. Wir könnten uns mal eine Werkzeugproduktion bauen, weil dann brauchen wir kein Werkzeug mehr einkaufen. Jetzt müssten wir nur irgendwo finden, wo man Eisen abbauen kann. Das kann man da. Oder auch, sag mal, an drei Stellen kann man das. Da, neues Land da und... Er muss ja noch irgendwo sein. Und da, okay. Ich würde es mal hier bevorzugen. Also packen wir mal hier schön so ein Ding dran. Zack. So, das klatschen wir mal daran. Brauchen wir noch eine Schmelze, aber dafür brauchen wir auch wieder Werkzeug. Das Leben ist an uns kein Zuckerschlecken. Schade drum. So, der Händler kommt wieder. Eine Insel wurde ausgemacht. Ah, hier kann man Alkohol machen. Und die Insel ist ja eigentlich relativ groß. Boah, geht. Ist jetzt nicht das Größte, aber hier kann man auf jeden Fall Alkohol anbauen. Ich glaube, dafür reicht's. Da kann man hier so Plantage, da, so vier Plantagen. Des Kaisers stehen nun für euch offen. Oh, hier. Nein, wie schön. Der krasse Guy. Mit dem haben wir jetzt mal einen schönen Handelsvertrag. Ich heiße euch im Namen des Kaisers willkommen. Ja, sehr schön. Crazy Guy. Mit dem haben wir uns erstmal angefreundet. Ich würde sagen, wir schauen dann mal hier, ob wir mal was Schönes mitnehmen können, damit wir gleich dort auch ein Kontor bauen können, weil ich würde sagen, als erstes holen wir uns was zu saufen. Und dann gucken wir mal, dass die Lieben auch ein kleines Pfeifchen rauchen können. Ein Besuch bei euch und meine Laune. Ja, deine Laune steigt, ich merk's schon.
So, das heißt, wir brauchen einmal hier das und eine Werkzeugschmiede. So, zack. So funktioniert das. Und wir sind natürlich wieder im Minusbereich. Das finde ich nicht so gut. Aber ich kann es ja auch nicht ändern. So, das heißt wiederum, die Siedlung muss erweitert werden, damit wir mehr Kohle verdienen. Das heißt aber auch, da wir hier mehr Leute haben, müssen wir mal gucken. Das steigt noch alles. Mittlerweile über 500 Einwohner. Über 500 gefällt mir. Wenn ich aber nicht so viel Plus habe, macht mich das ein bisschen traurig. So, ey, der kann echt gar nichts. Ach, schaut mal. Eine Kapelle ist bei dem angetreten und spielt dann ein bisschen Musik vor. Wenn es denen Spaß macht. So. Hier. Genau, habt Spaß. So, wo ist mein Schiffchen? Schiff ist da. Ja, ich brauche mehr Holz, darauf müssen wir halt noch warten. Jetzt könnte ich aber schon mal gucken, ob wir hier schon was Schönes weiteres bauen können. Eigentlich brauchen wir nichts. Das brauche ich. Das Logenhaus ist eigentlich nur, wenn wir was Böses dem anderen wollen. Aber im Moment will ich dem eigentlich noch nichts. Erst wenn wir mal seine Insel haben wollen, dann würde ich sagen, gönnen wir uns den mal. Ansonsten würde ich sagen, brauchen wir das noch nicht. Wie viel kostet denn so ein Kontor? 6 Holz, 4 Werkzeug. Okay. So. Zack. Das heißt, wir fahren schon mal dahin. So, ein bisschen vorspulen. Zup. Lichtgeschwindigkeit. So, dann sind wir hier hinten. Kapitän auf der Brücke. Und dann baut der kleine Fatzke jetzt mal hier ein schönes Kontor. Und fährt wieder zurück. Und dann holt er sich hier. Also erstmal brauchen wir kein Werkzeug mehr. Und der Fatzke holt sich jetzt hier nochmal. Ich meine, 6 waren es jetzt. 6 und nochmal 4. Und dann fährt der. Ja, ich würde mal sagen, wir gönnen uns die hier mal. Diese Insel lohnt uns auch noch. So. Er fährt schon mal los. Das heißt, hier ist auch mal alles gut. Ich würde sagen, wir rüsten noch mal ein paar Leute auf. So. Na komm, packen wir sie mal auf gelb jetzt, weil ich will mal ein paar Steuern haben. Die packen wir mal auf grün, damit noch mehr Siedler kommen. So, läuft eigentlich ganz gut. Hier ist schon wieder ein kleiner Pirat. Ich hoffe, der will uns nichts. Wie heißt eigentlich unser Schiff? Neptun. Neptun ist ein schöner Name. Das Schiff darf Neptun weiterhin heißen. So, ich gestalte jetzt hier nochmal ein bisschen den Hafen. So, bergen Sie das Wrack mal wieder. Ach, ist direkt vor der Haustür. Ja, easy. So, dann gönnen wir uns jetzt hier mal schön die Insel. Zack. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal hier hin und bergen das Wrack. So. So, hier oben könnten wir jetzt mal eigentlich ein Handelsschiff bauen. Das mache ich jetzt mal. Und der wird es gleich dahin fahren lassen. Und dann können wir auch gleich schon unsere ersten Handelsrouten machen. Und zwar können wir eine Handelsroute machen von da nach da. Und dort würden wir dann, Quatsch, da würden wir nichts einladen, dann würden wir was ausladen. Und zwar würden wir Alkohol und da würden wir es einladen. Quasi.
Und dann würden wir noch was machen, und zwar von da nach da. Da würden wir nämlich ausladen Tabak und würden da einladen Tabak. Genau. Das wären jetzt erst... Nein, die wollte ich jetzt eigentlich nicht. Genau. Dann hätten wir das. Das wäre nicht die Route 1, sondern das wäre Alkohol. Alkohol. Ja, wir holen uns Alkohol. Das geht auch. Aber ich wollte eigentlich Alkohol. Und da wollte ich Tabak. Seid ihr ja mit meiner Lieferung. Gebt sie mir gleich. Oder? Wie heißt das? Tabakwaren. Tabak. Ist richtig geschrieben? Ich schreibe immer ganz oft Sachen falsch. So, jetzt haben wir es richtig. So, genau, das haben wir abgeschlossen. Ich will... Oh, gehen wir nochmal auf Werkzeug. Wir haben einen großen Dienst erwiesen. Ja, ja. In die Wanden, Männer. So, da ist unser nächstes Schiff. Das heißt Hydra, auch ein sehr schöner Name. Und das wird sich hier jetzt erstmal ein paar Sachen schnabulieren. Und zwar einmal Holz. Oh, die Nahrung geht runter, das finde ich nicht gut. Dann packt er doch nochmal die Sachen zurück. Und wir bauen hier unten ein paar Fischer. So, genau. Wir sind bereit. Und jetzt holt der Fatzke nämlich die Sachen. Zack. Und fährt er mal hier rüber. Neuer Kurs. Neuer Kurs. Ja, Nahrung, ich sehe es schon. Und jetzt kann ich euch mal zeigen, wofür das Kurierschiff da ist. Wenn man nämlich hier einladen sowas macht, dann können wir es auf volle Kanne machen. Und dann kann man hier ein Kurierschiff losschicken. Der Bierwagen füllt ihr Warenlager mit Alkohol. Das, ich will aber nicht, dass sie schon den Alkohol trinken, weil der, dann würde vielleicht der, nämlich der Futzke würde hier nämlich für uns ein bisschen Alkohol produzieren. Ja, genau. Also, das Kurierschiff holt jetzt Sachen. Wir würden dann demnächst mal die schöne Farm für den Alkohol bauen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.